Aber finden die anderen Stefans Konzept auch so überzeugend? Schauen wir mal. Heute in Kaufbeuren. Jetzt bin ich aber gespannt, wo es genau hingeht, oder? So wie wir Stefan kennengelernt haben, also ihm hat's taucht so das Mediterrane. Ich könnte mir denken, dass der ja, irgendwie in die mediterrane Schiene. Ja. Ich könnte mir vielleicht Spanisch, Italienisch, ja, so was in der Richtung vorstellen. Ja. Sagt mal, was meint ihr, was trägt Peter heute wohl für eine abgefahrene Hose? Der Peter wird heute, gestern war es grün. Ich denke mal, heute wird es ins Blau gehen vielleicht. Ich sag rot. Und Basri, was erwartest du von deinem Besuch bei Stefan? Der Stefan, der weiß, was er will. So den Eindruck habe ich einfach bekommen. Und ich glaube, das wird schon so seine Linien haben. Ja, ich bin momentan noch alleine hier. Ich warte auf den Peter. Der Peter sollte eigentlich schon eingetroffen sein. Momentan ist er noch nicht. Aber mal gucken, wo er steckt. Er wird schon auftauchen. So oder so, Stefan ist startklar und die ersten Konkurrenten trudeln auch schon ein. Ja, hallo, hey, servus, grüß dich. Hi, servus. Und alles klar? Ja, alles super. Hey, Basri, super, auch da. Hi, grüß dich, servus. Servus, Basri. Wir sind nur zu viert. Peter. Peter ist. Gute Fuck ist Peter. Peter! Verloren gegangen. Der wäscht noch seine Hose. Ach, ah, er kommt da. Ja, schlafen. Hi, ja, hallo. Servus. Servus. Entschuldigung für Verspätung. Bist du ja Allgäuer Viehscheid. Ah. Stau, Kühe auf der Straße. Keine Chance. Okay, tut mir echt leid, sorry. Man riecht. Aber deine Hose wieder geil heute, oder? Ja, aber Peter, wir haben verloren, einfach, ne? Peter. Schöne, gescheite Lederne hat er an. Ne? Ja, super. Geht auch ohne Rock. Cool, cool. Steht ihm genauso gut, ne? Fühlt euch wie zu Hause bei mir im Vino. Einfach mal reinspaziert. Danke dir. Dank dir. So, jetzt werde ich meinen Kollegen mal zeigen, was ich so von Gastronomie halte. Und ich freue mich auf den Tag. Los geht's. Wichtiger ist heute allerdings die Frage, was die Kollegen von Stefans Gastronomie halten. So, und Jungs, wie gefällt es euch? Urig. Modern, beides, eine Mischung. Die einzelnen Räume sind eigentlich perfekt stimmig miteinander. Drüben ist schon eine kleine Nische, wo voll süß ist, vorne ein bisschen das Moderne mit der Theke. Diese großen Lampen an den Decken könnten etwas weniger sein. Das Licht selber ist sehr schön, finde ich. Sehr, ja, sehr warmes Licht hat man, ja. Okay. So, Männer, hallo. Oh, schön, dass ihr da seid. Habt ihr einen Tisch gefunden? Ja. Das ist die Caro, meine rechte und linke Hand. Wird heute Abend für euch da sein. Mal schauen, ob die Karte den positiven Eindruck unterstreicht. Meiner Meinung nach sind das die besten Karten. Gerade weil der Stefan auch sagt, der tut sie öfters mal wechseln. Du klappst schnell auf, nimmst die Blätter raus, machst es wieder rein. Vor allem machen die auch was her. Die sind schön, das ist nicht irgendeine billige Karte. Einfach von der Aufmachung schön, drin ein paar Bilder zu sehen, wo man sich ein bisschen mehr darunter vorstellen kann. Es fällt wirklich auf in dieser Woche, dass wirklich bis jetzt jeder eine wirklich sehr schöne Speisekarte hat. Ich hoffe, es ist was dabei für euch. Ich übergebe der Caro mal das Wort. Wir haben ständig wechselnde Karten, deswegen ist die Auswahl auch gut zu treffen. Unser Special ist die Pinsa, ist eine Urform von der Pizza mit einem ganz besonderen Teig aus Hartweizen, Grieß, Soja und Reismehl. Unterschiedliche Belege für jeden Geschmack, was dabei. Ansonsten haben wir auch Fisch im Moment auf der Karte. Ich denke, ihr werdet was finden. Caro ist deutlich kompetenter wie Stefan. Er hat uns Caro mitgebracht, die macht fachlich einen richtig guten Eindruck. Er ist sicherlich eine große Hilfe für einen Stefan. Da kann er froh sein. Zumal gutes Personal bekanntlich ja rar ist. So, dann sucht euch jetzt bitte fix mal das Richtige aus. Wir gehen jetzt mal arbeiten. Jawohl. Mille grazie. Dankeschön, dankeschön. So, dankeschön. Also, bis später. Jo, ciao. Danke. Ciao. Kaum sind die Bestellungen im Kasten, nimmt Piero auch schon die Vorspeisen in Angriff. So, Jörg, Johannes, wir sind jetzt beim Piero. Piero, ciao. Ciao, Chef. Ciao. Ciao. Wir gehen jetzt einfach mal zum Thunfisch. Okay. Jawohl. Lass es uns Thunfisch. Wir haben jetzt hier unseren Thunfisch fürs Thunfisch-Tatar, der Piero. Den haben wir auch importiert, genauso wie den Thunfisch, um unsere authentische Küche einfach zu präsentieren. Er weiß einfach, wie Mama noch kocht. Der kommt schon immer frisch, oder? Wir bekommen die Ware dreimal frisch. Wir haben einen Münchner Großhändler, der bezieht die aus dem Mittelmeerraum. Wo er den jetzt herbezieht, weiß ich jetzt nicht genau. Wir arbeiten mit dem Lieferanten seit über 9 Jahren zusammen und wir haben immer Top-Produkte bei ihm bekommen. Und wie ihr auch seht, ist die Ware frisch. Tata, schätze mal, roh serviert. Ja. Darum natürlich auch sau wichtig, dass der frisch ist und nicht tiefkühl. Das A und O. Ja. Genau wie beim Carpaccio etc. Alles, was du halt aufschneidest und roh verarbeitest oder beziehungsweise roh an den Tisch bringst, muss frisch sein. Top.
Nur frisch ist geil. Aber klar, wenn du so ein Tartar machst und das frisch hackst und so, da muss die Frische vom Fisch einfach bombastisch gut sein. Kleiner Einkaufstipp: Den Frischegrad von Thunfisch erkennt man an seiner tiefroten Farbe. Jetzt gehen wir aber an Piero seinen eigentlichen Arbeitsplatz. Wir machen jetzt hier eine Kühlung, wir haben das Waschbecken da und jetzt gehen wir halt an die Arbeitsplatte. Okay. Auf geht's, Piero. Bitte. Andiamo. Andiamo. Normalerweise verwendet man ja für Tartar eher Rindfleisch. Stefan, Thunfisch-Tartar, ist das jetzt so ein typisch italienisches Gericht oder ist das ein bisschen Crossover, jetzt, was du mitgebracht oder was er mitgebracht hat? Thunfisch-Tartar ist jetzt kein Crossover-Gericht, es ist ein klassisches italienisches Vorspeisengericht. Piero tut jetzt natürlich noch feiner schneiden für einen Tartar, logischerweise. Ja. Er tut es dann schon mal anrichten in der schwarzen Schüssel. Zünftig hacken, zack, zack. Nanu, warum guckt Hannes so kritisch? Dann hat er angefangen, das Tartar zu machen, hat da rumgehackselt. Da hätte ich in der Lehre beim Hacken immer einen drauf bekommen. Damals in der Lehre hat der Lehrherr zu mir, der Küchenchef, gesagt, es wird nichts gehackt, es wird alles geschnitten. Durch das Hacken bleibt viel Aroma im Brett drin. Man sieht es am besten, wenn man Petersilie, sagt man immer, hacken, wird auch geschnitten. Wenn man da lang drauf rumhackt, hat man ein grünes Brett, da sind die Geschmacksstoffe, Inhaltsstoffe zum Teil auch im Brett drin. Das bisschen grob durchhacken heißt jetzt nicht, dass der Thunfisch alles im Schneidebrett an Geschmack verliert. Das übertreiben wir mal ein bisschen. Jetzt verfeinert Piero das Tartar mit Salz, Pfeffer und Jalapeno-Öl. Das Jalapeno-Öl macht ihr das selber oder was genau. Kommt da rein? Aus frischem Jalapeno halt, Olivenöl bei 60 Grad ein bisschen rein, stehen lassen und dann. Naja, das passt doch super. Immer eine leichte scharfe Note so ein bisschen dran. Der Fischfang ist auch mit Olivenöl und angesetzt oder danach dazugegeben. Vom Fisch Scampis, Spezie, dal Coriandolo, Olio d'Oliva, Koriander, Olivenöl, Zwiebeln, Curry. Curry ist noch mit drin. Ah, okay. Farbe, ja, habe ich jetzt in der Form noch nicht gesehen. Ja, finde ich auch mal richtig spannend. Und das kann schon für so einen Thunfisch richtig gut tun. Also die einzelnen Komponenten, die ich jetzt so gehört habe, passen auf jeden Fall für ein schönes Thunfisch-Tartar. Noch ein Spritzerchen Sojasauce dazu und dann gut vermengen. So, jetzt nehmen wir die Avocado, holt der Piero jetzt aus und macht das Avocado-Tartar. Dafür mischt der 51-jährige Küchenchef zunächst Avocado-Würfel mit Zitronensaft und schwarzem Sesam. Ein bisschen Zitrusaromatik und so dazu. Das kann ich mir gut vorstellen. Ob bei der Avocado auch nicht schlecht, dann wird es nicht so braun. Aber Zusammenspiel, glaube ich, könnte gut werden. Das Tartar wird jetzt in die Form gebracht, angerichtet. Mit, zusammen oben drauf mit dem Avocado-Tartar. 2-3 Minuten warten wir. In der Zeit schneidet er die Fenchel als Julienne. Und dann wird es noch auf dem Teller angerichtet und raus geht's. Julienne ist übrigens der Fachbegriff für eine bestimmte Art Gemüse zu schneiden. Julienne-Fenchelschnitt war das nicht. Nein, es war jetzt kein Julienne-Fenchelschnitt. Es war etwas grobes Julienne. Also Julienne wäre dann feine Streifen gewesen jetzt. Oder ich persönlich hätte ihn gehobelt. Was fällt unserem Profi zu diesem Anblick ein? Das Tartar selber ist schön angerichtet, gefällt mir gut. Die Gurkenscheiben daneben würde ich sofort runterwerfen. Also wirklich, finde ich völlig überflüssig und passt nicht. Und der Fenchel, wenn du Fenchel drauf gibst, dann mache ich einen geilen Fenchelsalat. Aber doch nicht einfach hier, das ist ja, nee, das ist ja wie mit der Motorsäge geschnitten, Alter. Wir sind soweit. Wolltest du schon mal vorgehen? Das sieht super aus. Habt ihr Fragen noch? Danke, aber wir haben es wunderbar gemacht. Jetzt also auf Italienisch heißt ci vediamo dopo. Ci vediamo dopo. Ci vediamo dopo. Ja, fast. Es passt schon, du so. Grazie mille. Ciao. 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 Okay. Jetzt noch mal hurtig die Lippen benetzt und schon schwirren Servicefee Caroline und der Berliner Allgäu-Italiener mit den Vorspeisen heran. Okay, Jungs, also wir wünschen guten Appetit, lasst euch schmecken. Danke. Danke. Peter nimmt den Vino Exotic Salat mit Staudensellerie, Mango, Sprossen und Avocado-Creme. Das Thunfisch-Tartar mit Avocado ist für Basri. Jörg bekommt die Brotzeitplatte mit verschiedenen Wurst- und Käsesorten. Und Hannes entscheidet sich für das Risotto mit Meeresfrüchten und Venusmuscheln.
Und nun guten Appetit allerseits. So Jungs, ich habe noch ein bisschen Olivenöl mitgebracht, mal scharfes Öl, Balsamico. Wenn ihr was braucht. Keine Frage, Stefan. Ich habe einen kleinen Exotikasalat bestellt. Ja. Ist das wirklich eine kleine? Nein. Okay. Wir haben es auf italienische Art gemacht. wir haben es vorher durchgesprochen, es sollte ein kleiner werden. Es ist jetzt aus Versehen ein großer geworden. Okay. Wir berechnen ganz normal den kleinen, weil das war unser Ding. Es tut mir leid. Also da reagiert der Stefan aber mega. Ne? Der, gleich mal, der nimmt dem Ganzen gleich mal die Geschwindigkeit aus der ganzen Fahrt raus. Ne? Sagt, nee, du bist mein Fehler und verrechne den kleinen. Super. Das sieht aber echt schmackhaft aus, Hannes. Was hattest du noch mal? Also ich habe ja den Risotto mit den Meeresfrüchten gewählt als Vorspeise. Gekocht ist ja super von bisher. Wirklich würde passt mir genauso. Schön al dente. Ich glaube, die gelbe Farbe kommt jetzt von so einem Fischfond. Man schmeckt auch die Fische, Meeresfrüchte auch ein bisschen aus dem Risotto raus. Bei dir war es noch relativ überschaubar erst, weil es war der kleine Teller mit dem Risotto drin. War dann doch aber sehr tief und Risotto irgendwann sättigt. Als Vorspeise sehr, sehr sättigend. Ich hätte mir ein bisschen mehr Salz gewünscht und vielleicht noch, weil ich auch ein Fan davon bin beim Risotto und bei Nudeln, dass da einfach noch ein bisschen frischer Parmesan drüber gekurbelt ist. Aber sonst kann man so essen, vielleicht ein Ticken kleiner, schmeckt aber. Für mich ist das eine Hauptkantgröße, weil das täuscht. Ne? Das hat ja so eine Tiefe, so ein Teller. Für 10,90 € saugünstig für die Qualität, was da drin ist. Ne? Jörgs Brotzeitplatte ist aber auch nicht gerade ein Leichtgewicht. Und Jörg, hast du deine Platte schon aufgeschafft? Ich glaube, da könnte ich mir noch ein paar Sandwiches machen und für heute Nacht oder für morgen früh. Also es ist sehr viel. Ist von allem was drauf, also Coppa, Bresaola, italienische Salami. Also das ist ein Brotzeitbrettel, italienische Art. Das hat jetzt nichts mit dem Allgäuer Brotzeitbrettel zu tun, aber es ist ähnlich aufgebaut, weil Käse, Wurst, Salami. Also was ich hier gut dran finde, ist, dass du ein bisschen Frucht dabei hast, auch ein bisschen Tomate, also dass jetzt nicht nur Wurst und Käse ist. Und natürlich das Brot eben, das habe ich mal probiert. Das finde ich sehr lecker, hat einen guten Geruch und passt natürlich auch hier gut dazu. Würde ich mir als Italienische, sage ich mal am Abend mit einem Glas Rotwein, würde ich mir die Platte bestellen. Oh, wenn du mal nichts Warmes essen müsstest, wäre das für mich das genau das Richtige. Mein Favorit war die Bresaola drauf. Bresaola habe ich als erstes gegessen. Dann der Pecorino-Käse. Ich mag auch dazu gerne ein Glas Wein. Das ist für mich so auch mal eine kleine Mahlzeit zwischendurch und reicht aus. Da hat der Jörg sich, glaube ich, auch selber ein bisschen überschätzt. Wollte wahrscheinlich die Vielfalt aber trotzdem sehen. Und vielleicht so sollte man das jetzt einordnen. Für mich sehr wohl ein Gericht, was ins Vino gehört, aber in einem Dreigang-Menü natürlich zu viel. Da lugt auch schon der Chef ums Eck. Wie hat's euch geschmeckt? Ich hatte ja das Thunfisch-Tartar. Ich muss sagen, es ist toll angerichtet. Ist auch von der Feinheit des Thunfisches und von der Qualität auf jeden Fall schön. Nicht zu fein geschnitten, eigentlich genauso wie ich es mag. Also nicht püriert so gesehen. Fenchel ist jetzt nicht unbedingt meins, auch ein bisschen viel meiner Meinung nach. Allerdings musste ich feststellen, dass der Thunfisch selber, also meine Kollegen haben gesagt, dass da ein bisschen Sojasauce mit drin ist und ein eigener Fisch vor. Daraus habe ich jetzt relativ wenig geschmeckt. Also mir hat tatsächlich, so will ich es mal sagen, der Pep gefehlt. Come gusto, cosa dici? Ripsisch. So ist es halt. Nein. Ich würde mal sagen, es war eine typische italienische Reaktion. Wow. Viel mehr war da jetzt nicht zu sehen. Ist halt so. Ja. So. Wie der Allgäuer sagt, passt schon. Aber man kann passt schon so sagen, ja, passt schon. Oder man gesagt, passt schon. Ich glaube, das liegt einfach aber an der Sprache. Gleich mal horchen, was noch so zur Sprache kommt. Peter, wie schaut's bei dir aus? Ich habe sehr viel Komponente auf dem Teller, viel Früchte von Vielfalt, unglaublich wunderschön. Die Avocado-Creme ist toll. Als erstes probiere ich mal das Dressing, oder beziehungsweise Dressing mache, habt ihr so an sich keins. Genau. Aber ihr habt unten drin ein Ding, das hat Bums. Das hat so eine Säure. Das hat wirklich so. Da wirst du mal kurz so geliftet. Wenn du es so nimmst, wenn jetzt von oben nach unten essen wird, habe ich am Schluss nur noch Säure. Mhm. Wenn du es vermengst, ist perfekt. Also das ist cool, aber da vielleicht, dass du darauf hinweist. Vielleicht war es ein bisschen zu lang noch am Pass gestanden, dass halt das Dressing halt nach unten gerutscht ist. Mein Tipp ist heute hier, an diesem Tag, wenn das Dressing aufgrund der Schwerkraft nach unten rutscht, misch es durch.
Piero mischt auch schon wieder kräftig. Der Hauptgang bereitet sich schließlich nicht von allein zu. So, die Herren. Hey, grüß euch. Hauptgang steht an, oder? Wir machen den Barsch heute. Okay. Piero, zeig doch mal unsere Qualität. Fai vedere un attimo. Prendi in mano. Ah, das ist jetzt der Barsch? Genau, das ist der Barsch. Wunderbar. Ja. Liguria. Wo bezieht ihr den her? Wir haben einen Münchner Großhandel. Dieser speziell jetzt kommt aus Ligurien, Norditalien, Höhe Genua. In Italien gibt es gute Fische. Wenn die frisch angeliefert werden und die hier verarbeitet werden können im Allgäu, ist das super. Also für mich tolle Qualität, schaut toll aus. Ich hatte heute auch wirklich frischen Tintenfisch. Also da haben sie einen guten Lieferanten. Filetiert ihr den oder lasst ihr den im Ganzen? Wir filetieren den jetzt für das folgende Gericht. Dazu muss Piero zunächst alle Schuppen entfernen. Dann sind die Gräten an der Reihe. Ist das jetzt ein Fisch, der viele Gräten hat oder eher weniger? Ganz normal, also es hat jetzt nicht viel oder wenig. Es ist ein kräftiger Fisch. Und, ist jetzt nicht, also ist keine Ausnahme. Bei so viel Verschnitt drängt sich eine Frage natürlich besonders auf. Was passiert mit den Resten der Fische? Kopf, Haut und so weiter, Stefan? Si può fare un fumetto di pesce. Ja, er macht halt einen Fischfond draus oder so. Sehr gut. In Stefans Küche kommt nichts weg. Jetzt sind wir hier eigentlich fertig. Jetzt tut das halt noch mal unter das Wasser. Genau. So, Jungs, wir sind jetzt hier fertig. Piero hat den Fisch gesäubert. Ich würde sagen, wir gehen jetzt an Station 2, um als Gericht einfach weiterzumachen. Machen wir. Okay. Das Fleisch vom Wolfsbarsch enthält übrigens sehr viel Vitamin E. So, Jungs, lass mal Piero mal schnell durch. Komm durch, Piero. Bauch einziehen. Okay, wir sind jetzt an Station 2 hier. Ich würde sagen, wir legen jetzt los. Piero, let's go. Mit was startet er jetzt? Er fängt jetzt an, praktisch den Teller vorzubereiten. Er hat die Zucchini da, er hat die Kartoffel da. Bis hierhin irgendwelche Fragen aus dem Publikum? Stefan, Piero, ist die Kartoffel vorgekocht? Die Kartoffeln sind roh, mit Schale werden die jetzt verarbeitet, praktisch eingearbeitet. Ein bisschen Salz drauf, ein bisschen Pfeffer. Schneidet das deswegen so dünn, dass es vom Garn her genau hinhaut? Dass der Garpunkt halt hinhaut mit dem Fisch noch. Ja. Also ganz ehrlich, so ein Fischfilet ist ratzfatz durch. Und das schafft diese Scheibe Kartoffel nicht. Warten wir es ab. Hannes wird's uns nachher bestimmt verraten. Sodele, was haben wir denn da? Bei jeder Schicht, ganz klassisch, Öl, Salz, Pfeffer, Kartoffel, Zucchini drauf. Das wiederholt er jetzt. Ein Stockwerk nach dem anderen. E pronto. Der schiefe Turm von Piero ist fertig. Wie lange geht er jetzt in den Ofen? Jetzt 8 Minuten, 180 Grad. Stefan, danke, dass wir zuschauen dürfen. Wir, sehr interessant, wie er das so macht. Ja, richtig klasse. Und wir freuen uns, das Endprodukt auf dem Teller zu sehen. Danke euch. Und vor allem freuen wir uns für den, der das essen darf. Das sieht richtig geil aus. War schön, dass ihr da wart. Piero und ich, macht Spaß, mit euch zusammenzuarbeiten. Und wir geben jetzt hier weiter Gas und ihr geht's einfach wieder raus. Piero, mille grazie. A voi. Ciao, Piero. Ciao. Hoch die Humpen, es ist vollbracht. Die Hauptspeisen befinden sich im Landeanflug. Jörg bekommt gefüllte Tagliata di Calamaro auf einem Erbsenbett. Die Pinsa Ludwig mit Büffelmozzarella, Datteltomaten und Basilikum Pesto ist für Peter. So schaut Hannes Millefolie di Branzino aus. Und Basri kostet die Pinsa Kaiser Max mit Lachstatar, Burrata und Granatapfel. So, Jungs, dann guten euch zusammen. Gell? Lasst euch schmecken und ich freue mich auf euer Feedback. Jawohl, vielen Dank. Danke. Fangen wir bei Jörg an. Der hat sich das gleiche Gericht ausgesucht wie Mike. Ich habe meinen Kalamar. Er ist gefüllt auch mit einem Ragout. Das schmeckt sehr lecker. Hier haben wir ein Erbsenpüree. Das Erbsenpüree hat mir sehr gut geschmeckt. Es war geschmacklich wunderbar. Konsistenz war auch noch. Du hast die Erbsen, also die waren püriert. Du hast auch noch Struktur drin gehabt. Die Platte, klar, jetzt ist sie natürlich kalt. Aber es war warm drauf, es war warm, das Essen, heiß. Besonders gut schmeckt mir hier innen drin die Füllung. Also wir haben hier so ein bisschen Kapern drin, die sind sehr klein gehackt. Der Kalamar an sich war frisch, super, knackig, war nicht zu hart, war auch nicht gummimäßig. Preis finde ich auch gerechtfertigt, weil ich das Produkt frisch gesehen habe und ich kenne die Preise auf dem Markt und finde ich in Ordnung so. Na schau, das war mein Gericht, ne? Ich habe das genauso gesehen.
So, Jungs, wie war's? Feedback, Kritik, Ideen? Also, ich habe den Millefeuille vom Branzino, vom Barsch. Ich habe angefangen zu essen mit dem Fisch auf dem Spieß. Wirklich saugut braten, total zart, glasig. Kann man wirklich, wie man schon sieht, super runterziehen. Dann kam als zweites die Kartoffel, die da drauf ist, zu dicht geschnitten, weil es wahrscheinlich zusammen gegart wurde. Man sieht, die ist noch komplett roh. Ja. Kann man so nicht essen, die Kartoffel. Siehst du? Habe ich doch gesagt, ne? Ich wundere mich überhaupt, dass der Fisch noch glasig ist. Wie würdest du es machen? Ich würde die Kartoffel entweder viel dünner schneiden, auf die Art wie Chips. Ja. Dann hat es circa den gleichen Garpunkt. Hauchdünn halt, ne? Wenn du schon so ein Experiment machst. Aber ich würde das ganze Gericht tatsächlich überdenken. Es war ein bisschen Aufregung vielleicht doch, aber wir schneiden es das nächste Mal auf jeden Fall dünner. Mhm. Danke für den Tipp, Johannes. Ich fand die Reaktion ganz in Ordnung. Er hat es gut aufgenommen. Es kam jetzt nicht irgendwie eine Überheblichkeit rüber. Sein freundliches Verhalten vom Stefan, finde ich, hat er gut aufgenommen. Peter kostet die Pinsa. Das ist sozusagen die Urform der Pizza. Also mir eher die Pinsa, Büffel Mozzarella, ist nichts mehr da. Ich hab nur einen Tipp, bei mir machst du das nächste Mal andersrum. Salat klein und da kannst du mal das Doppelte drauf knallen. Das war so geil. Danke dir. Oberhammer, vielen wirklich. Ja. Ich hab zum ersten Mal gegessen. Ja. Das ist ein Kontrastprogramm zur Pizza, weil du da die Soße hast und da hast die frischen Tomaten. Der Mozzarella ist der Hammer. Das Pesto drüber. Ich hab wieder Salz, Pfeffer und sonstiges braucht. Der Teig, unglaublich. Der Geschmack, der Biss, das ganze Ding. Das freut mich. Dankeschön. Stefan, Piero, ich habe auch was zur Pizza zu sagen. Also ich war gespannt auf den Teig. Selbst kalt schmeckt diese Pinsa einfach hervorragend. Diese Komponenten, die drauf sind, das ist einfach mild, das ist stimmig mit dem Granatapfel. Absolut klasse. Für so eine Pinsa würde ich nach Italien fahren. Gott sei Dank gibt es euch hier. Brauche ich bloß nach Kaufbeuren fahren. Und an der Stelle muss ich wirklich sagen, absolut grazie. Hervorragend. Wirklich klasse. Dankeschön. Danke sehr. Das ist doch alles jetzt sehr versöhnlich. In den höchsten Tönen wird die Pinsa gelobt. Finde ich schön. Man darf aber nicht vergessen, dass das auch ein sehr einfaches Gericht ist. Und mir tut immer noch ein bisschen der Wolfsbarsch in der Seele ein bisschen weh. Das ist ein hochwertiger Fisch, der da verarbeitet wurde. Das ist ein bisschen schade. Vielen Dank. Ci vediamo dopo. Facciamo il dessert. Okay, wir machen das Dessert. Bis später. Danke, bis später. Ciao. Ja, servus, Stefan. Hallo. Ja, grüß dich. Hallo. Servus. Ja, was? Ciao. Piero kennst du ja. Ja, Piero von heute Morgen. Genau, hi. The new street. Okay. Wir machen heute einen Kuss von der Pantelleria-Insel. Die ist zwischen Afrika und Sizilien. Keine Ahnung. Pantelleria-Kuss? Spannend. Piero zeigt dir einfach mal, wie es geht. Ja. Oder wie er es macht. Vielleicht hast du dann noch die eine oder andere Frage. Sicher, würden uns freuen. Okay. Legen wir los, oder? Ja, legen wir mal los. Okay. Mehl ist schon mal nie verkehrt. Milch und Eier auch nicht. Aber was genau passiert denn jetzt damit? Das Ganze verschlägst du jetzt zum glatten Teig. Genau. Und man kann auch noch ein bisschen mit Bier arbeiten. Dann würde der Kuss auch noch ein bisschen aufgehen. Genau. Ja, sag mal, warum nimmst du heute kein Bier? Weil Basri, unser Freund, kein Alkohol trinkt. Okay, ja. Und er hat das Dessert gewählt, deswegen lassen wir es heute einfach weg. Das finde ich super. Und auch die richtige Reaktion. Also wenn man hört, dass jemand kein Alkohol trinkt, muss man darauf reagieren. Das wird hier bravo ruhig gemacht. Jetzt gehen wir Station 3. Mhm. Öl steht schon auf der Herdplatte. Ich würde sagen, er zeigt dir einfach, wie es geht. Super. Und du fragst. Genau, machen wir. Drüben am Herd wartet auch schon das Spezialwerkzeug für Pieros Pantelleria Kuss. Ja, Stefan, das ist jetzt so eine spezielle Form. Genau. Wo ist sie in Italien? Also kommt von der Insel, von der Pantelleria-Insel, die ich ja vorhin schon erwähnt habe. Ja. Das haben wir jetzt praktisch einfach mal importiert hier ins Vino. Mhm. Das ist ja geil. Und so macht sich der italienische Importschlager in der Praxis. Was für ein Öl hast du jetzt oder habt ihr verwendet? Wir haben jetzt Sonnenblumenöl verwendet. Mhm. Ist jetzt am Gasherd nicht ganz so einfach, die Temperatur auch zu finden. Genau. In der Fritteuse wäre es vielleicht einfacher. Ja. Wir machen es klassisch auf dem Gasherd. Sonnenblumenöl rein in den Topf und los geht's. Vorteil von Sonnenblumenöl, der hohe Rauchpunkt und ein geringer Eigengeschmack. Also es braucht wirklich die richtige Temperatur, sonst geht's nicht. Genau, es braucht die richtige Temperatur, sonst löst sich halt der Teig nicht von der Form. Mhm. Wenn die Temperatur zu heiß ist, dann wird's braun. Du kannst nur noch runterkratzen von der Form. Ja. Du siehst jetzt, es ist leicht goldgelb. Ja. Ein Anblick, der auch einen gestandenen Spitzenkoch erweicht. Also das finde ich richtig gut. Das Eisen ist gekauft. Ich
Pantelleria merke ich mir jetzt, das ist. Das ist geklaut, das ist geil. So, Jörg, jetzt gehen wir rüber. Jawohl. Machen weiter die Creme. Genau. Piero, andiamo. Ab zur nächsten Station. Was machst du jetzt alles hier in die Creme rein? Also Ricotta. Jetzt kommt Ricotta. Ricotta, genau. Ja. Und warum macht ihr jetzt Puderzucker rein? Hat das einen besonderen Grund? Wenn du deinen normalen Zucker nimmst, bleibt dann grob im Mund, mhm. Bleibt an den Zähnen kleben. Ja. Der Puderzucker ist einfach feiner. Der vermischt sich besser mit dem Ricotta. Löst sich dann dementsprechend genau, löst sich besser, auf. Genau. Ja. Jetzt rührt Piero noch eine Handvoll Schokostreusel unter. Stefan, sag mir noch mal, warum hat dein Chef jetzt hier Streusel reingemacht? Oder kann man da auch was anderes reinmachen an Schokolade? Es ist sizilianisches sozial Zubereitungsart und Weise. Du hast einfach diese Zuckerstreusel dann noch so ein bisschen im Mund. Halt. Das ist punktuelle, das ist nicht so vermischt, so eine Pampe, sondern du hast einfach wie in so einem Stracciatella einfach so Schokosplitter mit drin. Genau. Ich glaube, das wird ein schönes Dessert. Okay, dann gehen wir einfach raus, lassen ihn in Ruhe weitermachen. Genau, ihr habt Arbeit. Okay. Los geht's. Auf geht's. Der letzte Gang des Abends. Schauen wir mal, was der so bringt. Peter gelüstet es nach Cheesecake mit Matcha-Tee, Zitrone und Limette. Hannes gibt der Panna Cotta mit Waldfrüchten eine Chance. Der mit Ricotta und Schoko gefüllte Pantelleria Kuss ist wie bereits erwähnt für Basri. Jörgs Mango-Creme sieht aber auch ganz appetitlich aus, oder? Ja, aber es ist sehr einfach alles angemacht, ne? Also bisschen Gläschen, irgendwie Creme drin, Sahne und irgendwie was Fruchtiges. Ne? Meine Erwartungshaltung wäre einfach eine höhere gewesen, dass auch das ein bisschen schöner und filigraner vielleicht angerichtet wäre. Jetzt wollen wir aber wissen, wie es mundet. Freiwillige vor. Ich habe einen Cheesecake vom Matcha-Tee. Das ist die obere grüne Masse. Ist hochinteressant. Ich finde, das ganze Gericht passt jetzt irgendwie nicht ins Vino. Was hat ein Cheesecake in Italien zu suchen, oder? Da gibt es doch ganz andere Klassiker. Konsistenz ist super. Wenn du die Matcha-Tee-Masse in den Mund nimmst, ist es bitter. Richtig, richtig bitter. Dieser Matcha-Tee, der bringt dir Bitterstoffe in den Mund, was richtig penetrant und unangenehm ist. Davon war einzeln so probiert zu viel drin. Lass doch Matcha einfach in Japan, oder? Und nimm Masala aus Italien. Irgendwie so, nur mal so als banale Idee. Ne? Allerdings kombiniert es super mit der Innencreme. Ich denke mal, das dürfte so eine Art Pudding sein. Ich würde jetzt eventuell noch ein bisschen Zucker nehmen, weil das Bittere sticht schon heraus. Aber ansonsten ist es ein super Gericht. Welches Dessert hat Jörg gerade am Wickel? Also ich habe ja die Mango-Creme gewählt. Wir haben hier oben drauf eine geschlagene süße Sahne. Und hier unten drin haben wir dann eben die Mango-Creme. Ist nicht fest, ist also relativ konsistenzweich. Du merkst auch so ein bisschen die Säure noch. Also die Mango war jetzt nicht überreif. Also sie war noch in dem Punkt, wo noch eine gewisse Säure mit enthalten ist. Es schmeckt frisch. Die Kombination ist sehr gut. Ich habe unten die Mango eigentlich als Säure. Aber mit, wenn du die Sahne, die gesüßt ist, wieder mit dazu nimmst, ist es wieder eine gute Harmonie. Würde ich mir auch wieder bestellen. Es ist was Fruchtiges, was Leichtes relativ hinterher. Finde ich gut. Also ich glaube auch, dass man da sicherlich noch mehr rausholen kann. Da kann der Piero mehr, da können die überhaupt alle mehr. Da sollte Stefan einfach dran arbeiten. Basris Dessert kennen wir ja bereits aus der Küche. Ja, ich habe ja hier dieses italienische interessante Gebäck in einer schönen Blumenform, ja, ausgebacken. Innenseite, also zwischendrin, diese Ricotta-Schokocreme. Die ist relativ unsüß. Man kann die Schoko auch nicht so wirklich rausschmecken. Allerdings im Zusammenhang mit dem Gebäck macht es wieder ganz was anderes her. Vielleicht hätte ich mir gewünscht, einfach in der Sahne, die so ein Tupfer Sahne war einfach mit drauf, ein bisschen Vanille abgestimmt. Das hätte so noch mal ein bisschen Harmonie mit reingebracht. Mhm. Ja. Oder einfach auch Schokosahne vielleicht. Ja, ich bin ein bisschen überrascht auch von dem Dessert. Man kennt natürlich diverse italienische Desserts, passt aber zu dem Konzept, was Stefan hier fährt, absolut gut rein. Ist ein anderes Dessert, schmeckt toll. Muss ich aber dazu sagen, muss ich jetzt nicht jede Woche zweimal essen. Hat denn das Dessert von Hannes Wiederholungstäterpotenzial? Mir hat es wirklich sehr gut geschmeckt. Haben jetzt sehr stark da. Panna Cotta mit Beeren, hoffentlich ist es nicht zu süß. Zu viel Beeren mag ich nicht so gern. Hab dann die Farbe gesehen und gedacht, oh, das
könnte schon sehr süß sein, war aber nicht der Fall. Die Creme war wirklich gut abgeschmeckt. Die Beeren waren Gott sei Dank nicht ganz so süß. Hat man ein bisschen einen sauren Stich noch mit dazu gehabt, von dem her hat es miteinander harmoniert. Es ist wirklich super gut. Das ist die Creme an sich. Sie ist zwar ein bisschen flüssig, habe ich aber kein Problem damit, weil sie im Glas angerührt ist. Mit den frischen Beeren, die bringen die Säure mit dazu. In sich stimmig, würde ich genauso auch wieder bestellen. 4,90 € für diese Portion. Finde ich total gerechtfertigt. Frische Früchte, frische Beeren mit dabei. Nicht zu groß, was auch wichtig war. Ein paar Löffel in diesem Glas drin. Passt wunderbar. Finde ich ein Frühstücksbuffet ganz okay. Aber für ein Dessert im Restaurant am Abend zu wenig. So, Jungs. Das Schönste eines Abends. Das wird es. Die Rechnung. Es gibt Cash. Ich leg's einfach mal in die Mitte. Peter, ich habe bei dir 3 € abgezogen. Du hast den kleinen Salat gehabt, also nicht den normalen Salat, weil du hast das Vorspeise. Wir sehen uns morgen. Ich muss noch ein bisschen putzen, sauber machen. Ich freue mich. Ciao. Mach's Ciao. Lang. Danke. Ja, wir haben jetzt 167,70 €. Wenn ich das so grob überblicke, haben wir so circa für 120 € Speisen gehabt und knapp unter 50 € Getränke. Schnitt mit Getränken von 42 € pro Person. Ja. Finde ich drei Gänge. Finde ich für ein Bistro oder Weinstube einen guten Preis. Ja, ja. Das passt. Das ist für fair. Das, für das, was man kriegt, gerade die Vorspeisen von der Größe her. Ja. Finde ich sehr fair. Ja. Angemessener Preis. Wir haben frische Zutaten, gute Getränke gehabt. Finde ich absolut korrekte Rechnung. Das ist ja alles kein Geld. Also, Entschuldigung, also ich will jetzt nicht irgendwie großspurig klingen, aber das sind Preise, die sind nicht der Qualität und dem Aufwand gerecht. Wird das nicht. Das ist zu günstig. Also mehr als Weinstube, es ist doch eigentlich schon restaurantmäßig, oder? Findet ihr nicht? Kein klassisches Restaurant. Du nimmst jetzt, gehst mit einem Freund, Freundin, gehst hier rein, stellst dir so eine Pinsa. Das ist, glaube ich, das Konzept hier. Dass du hier Freunde triffst, Spaß hast und dazu gut essen kannst. Schöne Weine probieren, gemütlich, gesellig zusammensitzen, sei es an einem Tisch, sei es an der Theke. Ich bin so ein bisschen bei den Vieren, muss ich ganz ehrlich sagen. Gell? Und eine Weinbar ist doch eigentlich immer geil, oder? Das werden wir jetzt sehen. Ich gebe dem Stefan für sein Lokal Vino. Für sein Vino und den heutigen Abend 8 Punkte. 8 Punkte. 8 Punkte. Macht laut Amadeo Riese 32 Punkte. Damit landet das Vino vorläufig auf Platz 2. Morgen schauen wir Hannes in die Töpfe. Das Restaurant zum Seiler steht für gehobene deutsch-österreichische Küche. Also nach der Vorspeise, da freue ich mich richtig drauf. Okay. Nicht so Hunger. Oder braucht der Gastgeber Nachhilfe? Tatsächlich ein bisschen Essig, ein bisschen mehr Salz wäre so bei einem Kartoffelsalat das, was man sich, sage ich jetzt mal, erwartet. Ich glaube, da hat der Hannes auch noch was mitzureden, oder? Oh, knallt es morgen im Markt Oberdorf?